Einen wunderschönen, liebe Freunde, wir sind heute hier mitten auf dem Acker und ich zeige euch, wie man dieses Bild hier macht. Wir sind schon den ganzen Tag unterwegs und haben die verschiedensten Sachen geshootet und eigentlich wollten wir jetzt als krönenden Abschluss ein Video machen über Sternfotografie. Allerdings haben wir festgestellt, es ist aktuell Vollmond, es gibt fast keine Wolken am Himmel, heißt, es ist einfach megamäßig hell. Dieser Vollmond hat so eine krasse Power, beziehungsweise die Sonne, die auf den Vollmond strahlt und der zurück auf die Erde strahlt. Es sieht fast aus, als ob die Sonne scheint, wenn man eine Langzeitbelichtung macht. Das bedeutet, man sieht wenig Sterne und schon gar nicht die Milchstraße. Das bedeutet, man kann auch jetzt nicht viel mit dem ISO spielen, man kann nicht viel die Blende aufmachen, weil es einfach viel zu hell ist. Es sieht dann aus wie am Tag komplett. Und deswegen haben wir überlegt, switchen wir einfach das Thema und ich zeige euch, wie man richtig krass mit dem Vollmond fotografieren kann. Den quasi als Lichtquelle nutzen kann und dann kreativ ausleuchten kann quasi mit dem Vollmond. Wir sind hier so ein bisschen durch Brandenburg gefahren und haben zufällig diese Allee hier mit so ein paar Bäumen, dem Vollmond auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein Feld mit so riesigen fetten Strohballen gefunden. Und die sehen natürlich super geil aus. Ja? Auf jedem Foto macht ein Strohballen richtig cool was her, quasi das perfekte Landschaftsmodell. Deswegen haben wir uns hier einfach niedergelassen, quasi so zwischen den ganzen Heuballen. Dann beobachtet, von wo kommt der Mond. Der kommt von dieser Seite und uns dann quasi ja, so diagonal dazu angeordnet. Also man fotografiert quasi so ein bisschen in den Mond rein, er leuchtet so halb quer auf diese Heuballen drauf und dadurch sieht es sehr plastisch aus. Diese Seite ist komplett dunkel, weil da kein Licht hinkommt. Diese Seite ist komplett hell und es sieht wirklich aus, als ob die Sonne drauf scheint. Als ob es gerade so ein bisschen sonnenuntergangsmäßig war. Der Mond steht auch ganz schön tief und dazu hat man aber Sterne. Ja, man hat diesen dunkelblauen Himmel auf der Seite. Es sieht mega mäßig aus. Ich habe das Fisheye-Objektiv drauf und mit dem kriege ich enorm viel auf das Bild gebannt. Ja, es hat ja fast 180 Grad Bildwinkel. Wenn ich sehr nah an dem Objekt dran bin, kriege ich trotzdem noch ungefähr von hier bis hier alles drauf, habe den Mond mit drauf, die Sterne mit drauf, den Himmel mit drauf, den Boden mit drauf. Das ist natürlich perfekt. Blöd an dem Fisheye-Objektiv, dadurch, dass es ein manuelles Objektiv ist, habe ich auch nicht diese Belichtungssimulation, die es in der Kamera durch den Live-View gibt. Ja, mit der kann man ja ganz gut sehen, wie soll ich die Verschlusszeit einstellen, wie hell ist das Bild, wenn ich diese Zeit so einstelle und die Blende so einstelle und den ISO dazu so mache. Funktioniert alles nicht. Das heißt, ich muss nach Gefühl machen, mit meiner Erfahrung ein bisschen ausbalancieren und ich kann euch ja kurz mal meine Einstellung sagen. Sag mal Einstellung, Digga. Ich bin aktuell bei einer Blende 5,6. Ich habe 3,5 ausprobiert, das ist das Maximum, was geht. Da habe ich allerdings zu viele unscharfe Bereiche. Zum Beispiel, wenn ich nah an diesem Heuballen dran bin, dann geht das, aber der Hintergrund wird dann unscharf. Deswegen eine Blende 5,6. Hat ganz gut funktioniert bis dato. 25 Sekunden Verschlusszeit, ISO 400 und dann sieht das Bild genauso aus, bam, wie es jetzt hier aussieht. Und es ist einfach überkrass. Ja? Es sieht wirklich richtig geil aus. Dazu habe ich noch diese Allee, wo dann irgendwelche Autos Lichtzieher noch machen. Diese Bäume als Silhouette, weil der Mond von hinten kommt, sieht einfach geil aus. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, so einen Vollmond zu haben, sucht euch irgendein Objekt, was still steht, sowas wie ein Heuballen oder es würde auch zum Beispiel ein Auto gehen oder sowas. Lasst es anstrahlen, benutzt es im Endeffekt wie einen Scheinwerfer, der jetzt hier so diagonal rauf scheint. Spielt mit Schatten, mit Licht und macht einfach ein fettes, geiles Bild. Im Endeffekt kann man das Ganze auch mit einem ganz normalen Weitwinkel machen, zum Beispiel mit einem Kit-Objektiv. Da kriegt man halt nicht ganz so viel drauf, muss ein bisschen weiter weggehen, aber das Ergebnis ist ähnlich. Im Fisheye habe ich halt den Luxus, dass ich sehr, sehr viel rauf kriege, auch ziemlich weit runter gehen kann, so ein bisschen nach oben, dann kriege ich diese Verzerrung mit rein. Wenn ich Hochformat mache, habe ich 180 Grad noch mit in den Himmel rein. Also da hat man schon ein bisschen mehr Möglichkeiten, aber mit einem Weitwinkel könnte man das auch machen. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, teilt das Video mit euren Freunden, checkt Facebook, Instagram, Twitter und den ganzen Mist ab. Alles unten auch nochmal in der Beschreibung. Und ich mache jetzt hier noch ein paar Fotos an der Straße. Das sieht nämlich auch ziemlich geil aus. Nutzt den Vollmond. Wenn er da ist, nutzt ihn. Das ist genauso gut wie die Sonne. Das ist quasi fast das Gleiche, nur nachts. Also haut das. Und wenn ihr auf so einem Acker seid, nicht rauchen. Weil ist alles trocken und so, ist nicht cool, brennt dann und wird teuer, wenn man euch erwischt dabei. So, tschüss!